Wir haben Christian Baldorf zu Gast. Er ist der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im März 2021 und ist auch ehemaliger JUler. Ist dann 2001 in den Landtag gekommen. 2008 wurde er dann CDU-Landesvorsitzender. Und ja, wir haben uns was ganz Besonderes dafür ausgedacht und sind hier in einer sehr coolen Location, wie ihr schon in verschiedenen Videos gesehen habt. Und ja, während Corona hat jeder ja so seine eigene Wohnung neu entdeckt und vielleicht auch seine eigene Küche und seine Kochkünste entfaltet. Ja, Caro, und ich muss ehrlich sagen, seit 2,5 Stunden oder 2 Stunden sind wir jetzt schon auf Sendung. Da knurrt der Magen schon ein bisschen. Deshalb würde ich sagen, Wir schalten einfach mal ein paar Meter nach drüben, denn da haben wir ein Special vorbereitet. Ja. Tillmann. Tillmann, wie ist die Lage? Ihr habt alle Hunger und ich habe jemanden mitgebracht, der sich auskennt, nämlich den Christian Baldorf. Christian ist der Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz und dort schon seit vielen, vielen Jahren Fraktionsvorsitzender. Und Christian hat gesagt, lass uns doch mal was Cooles zusammen machen, was Lockeres. Und habe ich gesagt, weißt du was, wir kochen was zusammen. In der Corona-Zeit hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen, ich habe häufiger auch mal den Grill angeschmissen und mich dort betätigt. Aber wir haben gesagt, wir grillen heute nicht, sondern wir machen etwas aus deiner Heimat. Was machen wir? Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise, wenn man aus der Pfalz kommt, müsste man ja Saumagen machen. Oh. Das ist aber ein bisschen schwierig immer so bei mir. Wollen uns nicht gleich überfordern. Zugeben, ich habe mir überlegt, wenn ich mit dir das machen soll, schicke ich dich gleich weg oder hinterher. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du aber das du überhaupt hast kannst. Vorher hast du gesagt, dass du früher höchstens Fischstäbchen gemacht hast bei der Bundeswehr. Nicht bei der Bundeswehr war ich nur Fischstäbchen gemacht und Spiegelei. Ja? Deshalb weißt du auch ungefähr meine Kochkünste zu schätzen. Also habe ich mir überlegt, ich mache was besonders Schweres. Okay. Bratkartoffeln mit Wurstsalat. Okay, Also schon mal schöne Grüße an Simon und Caro, ans Team, was sie nachher zu essen kriegen. Ich weiß noch nicht, ob es schmeckt. Wir kontrollieren das und wenn es nicht mehr gegessen wird, dann werden wir es noch mal kochen. Ja, genau, dann müssen wir heute den ganzen Abend durchhalten. Ja, das sehe ich auch so. Übrigens nur, dass es mal die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen. Eigentlich war ausgemacht, dass du die Kartoffeln erst machst und sie dann schälst. Aber der Tillmann hat einfach schon fertige Kartoffeln dahingestellt bekommen. Ist das bei der Jungen Union so? Nee, das Team, das ist ganz einfach. Ist ganz einfach. Das Team weiß, was er kann und was er nicht kann. Alles in Ordnung. Okay, dann wollen wir mal sehen, weil ich habe mir sagen lassen, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Ah, okay, deswegen haben sie es schon gemacht. Weißt du, das ist genau der Punkt. Deswegen müssen wir einfach schon mal anfangen. Ja, also du sagst mir, was ich zu tun habe, oder wie machen wir das? Genau, also ich würde mal, ja, da muss ich jetzt genau überlegen, was ich dir da aufgeben kann. Ist ja gar nicht so einfach, was ich mit dir mache. Meine Güte, vielleicht sollte ich dir ein Eis in die Hand geben oder so. Ah, okay, ja, ich gehe, ne? Nee, pass auf, du könntest mal eines machen, du könntest mal mit dem Dressing anfangen, ja? Okay, gut. So, dazu hast du auch eine Liste von mir geschrieben. Ah, ja, okay, siehst du, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt sei ehrlich, das hast du nicht selber gemacht. Oder? Ja, ja, genau, ja, bei uns geht das. Ja, geht bei uns das in Rheinland-Pfalz haben wir ein paar Defizite da. Gut, dann genau, brauchen wir also ein kleines Schälchen, wo wir das Dressing machen. Ja, du fängst da an und ich nehme Fleischwurst. Sehr gut. Kennt man vor allem in Mainz sehr gut, da ist es eine Tradition. Ja, es gibt ja auch den Bad Dürkheimer Wurstmarkt, richtig? Das ist richtig, ja, da war vor Jahren, 2008 muss das gewesen sein, Angela Merkel mal auf meiner Einladung da. Okay. Und dann ist sie gekommen, hat sie gefragt, was ist denn der Wurstmarkt? Ja. Gibt es da Wurst? Dann habe ich gesagt, ja, nachdem man 3 Flaschen Wein getrunken hat, gibt es Durst und Wurst, aber vorher nicht. Ah, okay. Hat sie sich auch dran gehalten. Hat sie sich dran gehalten? Ja, Mensch, das ist ja ganz was Neues. Mit der Kanzlerin, weißt du doch. Wir haben ja schön, stimmt, als wir in Hamburg waren, haben wir auch mal mit ihr einen Wein getrunken. Ja. Das ist richtig, aber es ist ja auch durchaus eine Seltenheit. Ich meine, sonst ist sie ja sehr eisern. Ah, sag mal hier, schöne Location, wo wir hier kochen, ja? Ja. Da muss ich schon sagen, da hätte Schubeck keine Chance gegen uns. Das muss ich einfach mal sagen, oder? Ja, das ist, ist etwas, was die Junge Union dann auszeichnet, dass sie sowohl gute Gäste einlädt, die auch noch kochen können. Ja, das weißt du ja noch nicht. Oder meinst du dich? Nee, ich zähle mich zum Glück noch nicht zum Gast. Das Gute ist ja, wir können nachher in die Kamera so machen, wie wenn es schmeckt. Ja? Kann genau, ja keiner kontrollieren. Ja. Simon, kannst du bitte dann auch dafür sorgen, dass du da auch ein ganz nettes Gesicht auflegst, auch wenn es vielleicht eher mäßig ist? Ja, bitte. Ich zahle auch ein Bier. Ja. Ja, aber erzähl doch mal, bei dir, euch steht die, bei euch steht die Wahl an im nächsten Jahr und so das wird ein enges Rennen, oder? Also wir haben eine richtig gute Motivation. Ich war gerade, wir haben ja jetzt Aufstellungen von den einzelnen Kandidaten. Ich war gestern im Norden des Landes. Ich bin heute in Kaiserslautern in der Region gewesen. Das ist ja eine ganz traurige Region für mich, weil ich habe ja 33 Jahre Dauerkarte auf dem Betzenberg. Ich wollte gerade fragen, der FCK, das sah schon mal besser aus, ja? Das ist wohl wahr. Ja? Aber an sich, also ihr denkt noch ein bisschen an die Zeiten mit
mit Otto und Co. zurück, ja? Ja, das ist richtig. Wobei, da sind natürlich auch Dinge passiert beim FCK, die nicht so schön waren. Mhm. Da hat sich damals die Landesregierung unter Kurt Beck ziemlich eingemischt. Mhm. Mit der Konsequenz, dass die jetzt die Insolvenz haben auch anmelden müssen. Sehr traurig. Ja, wie geht's sonst? Ja, also die Partei ist echt, also Thielmann, ich kann nur sagen, die ist hoch motiviert, sehr geschlossen. Ja. Es macht sehr viel Spaß. Muss es ja auch in dem Posten. Ja, ist jetzt nicht gesagt, ist wirklich so. Die mich lange kennen, wissen das, dass ich das wirklich sehr gerne mache. Und das Beste ist natürlich, wo kann man denn mehr Werbung kriegen, als jetzt hier mit dir zu kochen? Das sind noch die fehlenden 3%. Ja, das dann du, pass auf, gar kein Problem. Also wenn du, genau, hängt vom Essen ab, aber wenn es ein Erfolg werden sollte, bin ich gerne bereit, auch als Kochhelfer. Also pass auf, wenn das ein Erfolg nach wird, dann machen wir das, zu kommen. Wenn das ein Erfolg wird hier, das Essen, ja. Das hängt jetzt vom Gesicht der anderen nachher. So, also sagen, Simon, Caro, ihr habt einen harten Job nachher zu tun. Es geht um Christians Erfolg. Genau, 14.3. haben wir Wahl. Und so wie ich das sehe, werden wir die auch gewinnen, weil wir haben ja ziemlich schlechte Werte in Rheinland-Pfalz. Nach 30 Jahren SPD ist es ja auch kein Wunder. Riesenverschuldung in den Kommunen, ja. Schlechte Ausbildung in den Schulen und was noch dazu kommt, Rieseninvestitionsstau in Innovationsquote ganz schlecht. Ja, das was ist so. Ist da, was ist da im Bereich der Innovation so dein Steckenpferd, wo du sagst, dass, da würdest du als erstes ansetzen? Ei gut, das ist vor allem künstliche Intelligenz. Ja. Da haben wir in Kaiserslautern, Fraunhofer, DFKI, viele interessante Bereiche. Das Schlimme ist nur, es wird nicht richtig genutzt. Das müssen wir ja auch vom Land aus mal unterstützen. Mhm. Passiert nicht. Ich habe da gerade heute Morgen auch mit entsprechenden Leuten drüber gesprochen. Und ja, also ich sage mal so, wenn wir dann in einem Jahr so weit sind, dass es funktioniert, wovon ich mal ausgehe, weil wir kochen ja heute, dann machen wir das sogenannte Backup, machen wir dann in der Traditionsgaststätte vom Helmut Kohl im Deidesheimer Hof. Ja. Ja, in Deidesheim, da kochen wir dann das zweite Mal. Müssen wir hier eigentlich auch Salz und Pfeffer ranmachen? Das steht in deinem Rezept gar nicht drin. Das machst du dann dran, wenn du es abschmeckst. Jetzt das steht dann hier. Ja, das habe ich Hast du noch nie gekocht? Was? Pass auf, nächstes Mal lade ich dich ein, weil das ist ein bisschen einfacher. Dann kriegst du nicht so blöde Sprüche. Kann er nur am Ende meckern. Ja, muss auch ein bisschen was ran. Ja, dann mach mal. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ja, dass der Simon nachher auch richtig Spaß hat. Deswegen machen wir ein bisschen Chili ran, glaube ich. Ne? Ja, aber ordentlich. Habanero ist immer gut. Genau. So. Im Übrigen, wenn es nachher nichts ist oder nichts wird, ist es natürlich das Dressing von dir, ja? Ja, ja, na klar. Ich weiß, du, am Ende im Wahlkampf ist der Wahlkämpfer König, von daher. Ach so, also das heißt, werde ich alles auf mich nehmen, ist ja gar kein Problem. Das ist aber nett. Ja, ja, aber vielleicht kommst du im Bundestagswahlkampf bei mir vorbei, dann können wir es andersrum spielen. Kann man machen, ja. Ja, dann käme ich ja dann, wenn alles klappt, als Ministerpräsident. Ja, da hätte ich nichts gegen, du. Ist klar, ja. Da hätte ich wirklich nichts gegen. Müssen wir uns nur noch was Gutes überlegen. Aber sag mal, wenn wir jetzt nochmal so du bei dir persönlich bleiben, du bist lange FCK-Fan. Ja. Der FCK hat sozusagen dich immer geprägt, auch wenn es jetzt gar nicht so groß läuft. Aber Fußball ist schon etwas, was dich auch ausmacht. Ja gut, ich habe hab selbst lang gekickt. Und weißt du, auch Politik ist ein Mannschaftssport. Es geht dir genauso. Du bist jetzt Chef eines ganzen großen Ladens, Teamkapitän. Und so muss man auch Politik begreifen. Ja. Du musst die Leute mitnehmen, musst in eine Richtung spielen. Ich meine, ich sage ja fairerweise dazu, als ich Fußball gespielt habe, habe ich auch ab und zu gefoult, ja. Aber nie die eigenen. Und das sollte man vor allem auch in der Politik beachten. Das ist so Das können wir einigen mal wieder mitgeben. Ich habe diese Woche mal wieder ein paar Tweets gesehen von einigen parteiinternen Kollegen. Da habe ich mich schon gewundert, was das soll. Aber gut, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. In der Tat hast du recht. Ich meine, es muss darum gehen, dass wir den Laden gemeinsam voranbringen. Und dafür müssen wir zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten. Und Zusammenhalt ist ein gutes Stichwort vielleicht auch für Rheinland-Pfalz. Ich meine, du bist ja jemand, der auch... Darf ich kurz mal fragen? Stehst du nur rum und fragst? Nö, ich habe ja hier mein Dressing, das, was du mir aufgetragen hast. So, komm mal her, dann Das habe ich jetzt vorbereitet. Ah, ja, also, was gibst du mir jetzt sonst noch? Zu Hause eben. Ich sag mal, muss dir Mama auch alles erklären. Das war immer ganz einfach, weißt du. Du hast immer möglichst lange gequatscht. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist doch politisch normal, oder? Ja, das glaube ich auch. Ist die Junge Union heute so? Wir haben früher angepackt. Echt? Ja, tatsächlich. Ja, siehst du, aber das ist ja gut, dass... aber ich war auch im letzten Jahrtausend. Aber du hast sonst... Genau, guck mal. Jetzt machst du dich wieder grauer und älter, als du bist. Pass mal auf, kleiner Tillmann, dann machen wir das mal so. Dann sei mal so gut, nimm doch mal 7 Tomaten, wenn es geht. 7, ja? Ja, bitte, 7. Na gut, also zählen habe ich gelernt. Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe Abitur in Niedersachsen gemacht und nicht in Rheinland-Pfalz.
Ja, du machst jetzt ganz klar. Ja, ich habe ja noch Abi gemacht in der Zeit, als Bernhard Vogel dran war. Ah, okay, also, siehst du. Ja, gut, so das heißt, gerade noch gut durchgekommen. Wenn du die fertig hast, die Tomaten, schön klein. Guck mal, hier kommen die dann rein. Nicht zu den Kartoffeln. Ja, das kriege ich wohl noch hin. Ja, die ich Kartoffeln hoffe. Brauchen wir noch so. So. Aber für Zwiebelschneiden. Ich stelle dir jetzt mal vor, es ist halt dahin. Für Schwiebelschneiden bist du zuständig, ne? Dann. Fürs Schwiebelschneiden bin ich zuständig und fürs Zwiebelschneiden bist du zuständig. Sehr gut. Wie klein hättest du die denn gerne? Am besten jeweils einen Nanometer. Einen Nanometer. So, jetzt, ja. Ich dachte, weißt du, was das ist? Ich dachte, du bist Jurist. Ja. Ja, genau, da sagt der Jurist immer, es kommt drauf an. Nee, ansonsten, aber weißt du, das ist jetzt auch schön. Nee, aber das Thema Zusammenhalt wollte ich jetzt eben gerade eigentlich mal ansprechen. Yeah. Die Frage, ich finde, wir haben, das haben wir eben gerade ja auch nochmal diskutiert bei uns hier in der Show, nämlich die Frage des Zusammenhalts zwischen den Generationen, der sehr gut funktioniert hat. Und ich erlebe eigentlich, dass es sozusagen häufig eine Diskussion um die Frage geht, wie wir Stadt und Land zusammenhalten. Das ist natürlich für Rheinland-Pfalz auch ein wahnsinniges Thema. Wie schätzt du das ein? Ja, da gilt es vor allem bei der Digitalisierung einen großen Sprung zu machen. Willst du die größer oder kleiner haben hier, nur damit der Chef auch was Richtiges sagt? Oder ich würde behaupten wollen, das hast du hervorragend. Ah, das ist ja, Mensch, guck mal, ich habe ein Lob gekriegt. Ja, machst du das öfter? Ja, naja, weißt du. Du, hör mal, wenn wir montags Bundesvorstand haben, dann da stehen auch kochen, mal welche vorne dran, die uns irgendeine so Suppe da bringen oder so. Dann könnten wir doch auch mal dich hinstellen. Ja. Dann kannst du das auch ja, mal ja, aber machen. Nur wenn du die Anweisung gibst, du, dann freust du dich. Film das mal ordentlich, dass das jeder sieht. Hier oben in die Kamera, bitte. So, aber Stadt und Land, ja klar, also logisch ist doch eines, du musst schon schauen, dass die ländlichen Räume nicht abgehängt werden. Das ist bei euch genauso wie bei uns. Ja. Deshalb fand ich auch diese Kommission auf Bundesebene, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, so wirklich wichtig und zielführend. Die heißt aber auch, dass die kommunale Finanzausstattung stimmen muss. Die heißt, dass du in der Fläche Gesundheitszentren und Krankenhäuser hast. Und das heißt, dass du in der Fläche Bildungseinrichtungen hast und Digitalisierung, also ja. Glasfaser. Und vielleicht auch, das ist bei uns in Rheinland-Pfalz leider so, keine Funklöcher. Wir haben aber einen Haufen. Bei uns ist die jordanische Wüste besser ausgestattet als Rheinland-Pfalz. Ja, da habt ihr wirklich aber große Herausforderungen. Wie willst du das angehen? So. Hast du da sozusagen den Plan gemacht? Ja, wir werden ganz klar die Priorität in die Bildung reinsetzen, vor allem in die frühkindliche Bildung. Mhm. Wir haben beinahe 15% junge Menschen, die kommen in die Schule, können nicht richtig Deutsch. Mhm. Ist natürlich nicht gut. Und ja. Dann musst du halt auch sehen, das sind nicht nur Migrantenkinder. Mhm. Und das Zweite ist, durch die Digitalisierung zeigt sich ja jetzt, wie wichtig es ist, wenn man schon Homeschooling machen möchte, dass man jeden auch mit seiner Hardware ausstattet. Ja. Und dass der Lehrer vor allem, die haben ja hervorragende Leistung jetzt gebracht, die konnten das, da gab es ja keine Blaupause, dass der Lehrer auch seine Ausrüstung hat, eine Ausstattung. Ja. Also da gibt es viel zu tun. Und deshalb glaube ich, habt ihr vorher besprochen? Haben wir vorhin mit Tobi Hans schon besprochen. Das ist sozusagen natürlich so ein Knackpunkt. War auch eine Frage von den Zuschauern, sozusagen von unseren Teilnehmern, dass genau das Thema anstand. Ja? Also die Frage, wie kann man, das geht ja nicht nur darum, dass die Schüler ausgestattet sind, sondern dass auch die Lehrer sowohl weitergebildet sind, als auch ausgestattet sind. Genau. Und das ist gut, dass du das sozusagen auch voll auf dem Schirm hast. Was mich nochmal interessieren würde, dieses Jahr Sommerurlaub steht auch an bei dir oder bist du... Ja, ich fahre nachher in den Bayerwald. Ah. Ja, direkt nach dir. Ich hatte aber noch vorher Hunger, habe ich gedacht, ich koche mit dir noch, deshalb streng dich jetzt an. Ja. Okay. Ich bin nachher auf dem Fleischfall, wenn ich da im Auto sitze. Oh. Und da freue ich mich auch drauf. Vielleicht kommt da noch ein Schnellrestaurant, wo auf der ich fahre. Kann sein. Nein, ich fahre ins Söderland. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ja. Spannendes Thema, Markus Söder. Ja. Was sagst du zur Performance? Er macht es sehr gut. Ja? Gefällt mir ausgesprochen. Ja, schau, er schränkt viel ein. Das ist natürlich auch belastend für die Menschen. Das ist richtig. Aber er sagt wenigstens, was er macht. Ja. Das ist kein Eiertanz, ja, sondern da ist klar, was geht und was nicht. Und das respektieren die Leute auch, das merkst du ja auch. Ja. Im Übrigen war das ja auch, als es noch auf Bundesebene gelaufen ist, auch mit Angela Merkel genauso. Und der muss mir auch ein großes Kompliment machen. Absolut. Mit einer Ruhe, wie die das da wieder angeht, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also schon großen Respekt. Und du weißt selbst, wir waren auch nicht immer alle mit allem einverstanden. Das ist und so. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber das zeigt jetzt wieder, Krisenmanagement kann die Union, kann die Kanzlerin, kann der Söder. Und wer kann es noch? Der Tobias Hans kann es noch. Ja. Und wer es nicht kann, ist die Malu Dreyer, weil die macht es immer hinterher. Und bei uns gab es was ganz witzig ist das eigentlich nicht. Freitagsabends kommen bei uns immer diese Verordnungen. Mhm. Und dann haben die an einem Freitagabend zugelassen, dass die Bordelle wieder öffnen.
jetzt. Also siehst du. Das ist auch ein Gewerbe, ja. Aber ich frage mich, wie man da Abstand halten kann. Das ist schwierig. Schwierig, ja. Und dann kommt der Hammer. Auch, ne? Dann sind sie hingegangen und haben festgestellt, weil die Schulen noch nicht auf waren und die Kindertagesstätten und alle gesagt haben, wieso machen die jetzt auf und die Schulen und Kindertagesstätten nicht, haben sie es montags wieder zugemacht. Na ja, gut, das ist ja. Ja, das ist das dann ist ja sehr, dann, sehr schlau. Also, oder? Mein Herz schlägt jetzt nicht für die Bordelle, aber trotzdem. Nein, aber trotzdem ist natürlich eine Frage von Verlässlichkeit. Geht natürlich anders. Ja, es ist so, man muss einfach eine sehen, keine Regierung macht alles falsch, das will ich ja gar nicht sagen. Ist ja so. Auch die Regierung Dreier macht nicht alles falsch, aber sie verwalten es einfach mehr, sie gestalten nicht richtig. Mhm. Und das ist natürlich in Bayern alles ein bisschen anders. Ja. Die haben auch Schwerpunkte in den letzten Jahren gesetzt, die waren ja auch nicht immer reich. Die haben ja früher auch mal vom Ausgleich, vom Finanzausgleich gelebt. Ja. Ja. So, pass auf, ich bin hier fertig mit meinen sieben Tomaten. Dann kommen die hier darf rein. Jetzt, darf ich mich jetzt um die Kartoffeln kümmern? Ja, ich bitte darum. Ja. Okay, dann mache ich den Rest. Welche Tomaten kommen hier rein, bitte? Nicht, dass gleich heißt, du bist fertig und ich habe meinen Teil mit den Kartoffeln nicht geschafft, weil du mich so getriezt hast. Ja, ja, alles gut. Das sieht hervorragend aus. Ich glaube, das schmeckt sogar so, wie das aussieht. Echt? Dann muss es aber an den Tomaten gelegen haben, weil die so gut geschnitten worden sind. Ich behaupte nichts anderes, sonst machst du mir die Kartoffeln nicht richtig. Nein, man muss dich jetzt ja auch ein bisschen pampern. Ja? Also, lieber Tilman, du machst das so gut. Bitte streng dich an, dass die Kartoffeln was werden. Wir freuen uns alle. Schau dir mal diese ganzen mageren Gestalten hinter uns ja, da. Ja, an. Die haben alle Hunger. Die haben alle Hunger, die haben alle Hunger, auf jeden Fall. So. Aber ich fände es gut, wenn du gibst mir noch mal hier so ein Brettchen. Ja, klar. Selbstverständlich. Guck mal, da seht ihr den Unterschied zwischen Tilman und mir. Ich mache das alles mit einem Brettchen, hat schon das dritte. Ja, siehst du, guck mal, das kommt ja auch alles in den Salat, was du da machst. Ich muss ja jetzt hier neu anfangen. Ja. Ja. Ah. Also übrigens, die sind gut vorgekocht worden. Ja. Das kann auf jeden Fall nicht an den anderen liegen, sondern wenn dann nur an mir. Ja gut, wir haben ja nur eine halbe Stunde, ja. Ja, deswegen müssen wir natürlich auch ein bisschen vorsorgen, wenn du jetzt hier noch die Kartoffeln erstmal das Wasser heiß machen musst. Mhm. So, du hast das natürlich gleich wieder die Gunst der Stunde genutzt, um den Ball rüber zu spielen, dass ich ein fauler Hund bin. Nein, bist du nicht. Im Gegenteil. Nein, ich muss schon sagen, also da muss man auch mal sehen. Wenn man sich die Parteienlandschaft heute anschaut, Jugendorganisation, ist jetzt blöd, wenn das einer sagt, der selber eine JU war, aber es ist so. Eure Jugendorganisation unter deiner Führung, da tut sich was, die brummt. Ihr wehrt euch mal, seid doch mal frech, muss ja auch sein, wer soll es denn sonst sein? Das sag gefällt ich, mir sag ausgesprochen. Ich den Rheinland-Pfälzern auch immer, aber. Ja, sind die auch immer frech, ja? So, die sieben Tomaten hast du rein, die Zwiebel haben wir drin, dann brauchen wir noch ein paar Gewürzgurken. Ich dachte, du bist hier so ein Chef. Hast du da vorher Senf rein? Ja, na klar. Ja, gut, also ja, hast lesen klar. Können, da bin ich spannend, auch ja? Ich habe auch das Gurkenwasser da sozusagen. Auch schon? Brühe auch schon drin, alles. Okay. Ich habe mich streng ans Kochbuch gehalten. Ja. Ja, ins Baldorfsche Kochen. Wo fährst denn du hin in Urlaub? Ich habe Österreich geplant. Oh. Ob das stattfindet? Nein. Das wäre natürlich auch nochmal eine Option. Aber Jens hat doch letzte Woche gesagt, der Ballermann darf nicht das neue Ischgl werden. Ja, das ist wohl wahr. Und ich glaube, er hat ziemlich viel recht. Weil ja, aber der Ballermann ist nicht in Österreich, das weißt du schon. Also, ja, danke, dass du mich nochmal mit deinen Geografiekenntnissen belehrst. Der Ballermann ist im 17. Bundesland. Ja, siehst du, dann wer wird da Ministerpräsident? Jürgen Drews. Ja, das wäre doch ja, auch wer was. Sonst? Können wir hier nochmal kurz einen Einspieler machen, Jürgen Drews? Wir brauchen mal ein bisschen Musik. Also du fährst also nach Österreich? Ja, ist sozusagen der Plan, ein bisschen zum Wandern. Ah, schön. Ja, immer in den letzten Jahren und ist eigentlich immer sehr nett. Ja, super. Ja. Von daher ist das der Plan. Wir gucken mal, ob es funktioniert im August oder ob wir bis dahin vielleicht dann doch wieder nochmal runterfahren müssen oder nicht können. Ja gut, das weißt du natürlich. Da muss man, glaube ich, immer sehr genau darauf achten. Aber das heißt, du bist auch so ein Heimatverbundener, der sagt, kann man auch schön in Europa alles machen, ne? Ja, ich bin gerne in der Welt unterwegs, muss ich auch sagen. Bin ja sozusagen auch viel im Ausland bei den anderen Jugendverbänden unterwegs und so weiter. Aber am Ende ist es halt doch auch schön, zu Hause nochmal zu sein. So, ich mache jetzt hier mal, sag mal, brauchen wir ein paar Zwiebeln eigentlich angebraten an den Bratkartoffeln? Oder sind das kannst die Bratkartoffeln ohne Zwiebeln gemacht? Also, die machen wir immer mit Zwiebeln, aber ich habe jetzt mal gewartet, ob dir das auffällt. Ah, okay. Es wäre nämlich ja, noch eine da. Naja, siehst du, ich bin ja. Also diese, weißt du, ich muss dir immer helfen, aber du hilfst mir nie, weil du hättest ja auch mal wenn sagen ich können, den die Zuschauern, eine Zwiebel habe ich jetzt schon gemacht, hätte ich die anderen auch schon machen können. Das stimmt, aber wenn ich den Zuschauern verrate, dass du mir vorher versprochen hast, das alles vorher selbst zu machen und ich das jetzt hier sehe. Ja, woher weißt du denn, dass ich es nicht selbst gemacht habe?
Das weiß ich nicht. Stimmt aber auch nicht. Schon mal gut. Ehrlich wert am längsten, ja? Schon mal gut. Ja, ja. So. Ja, aber sehr so schlecht sieht es nicht aus hier, muss ich schon sagen. Ja. Finde ich auch, ne? Ja, lässt sich sehen, oder? Ja, ja. Lässt sich sehen bisher. So. Wir gucken jetzt mal hier bei unseren beiden. Wie habt denn ihr hier jetzt so euren Tag empfunden? Ja, ich habe ja gesehen, ihr habt ja die sieben Workshops, genau. Bei einem Thema finde ich ja hochspannend, ist ja gerade Energie. Ja. War ja vor ein paar Wochen auch beim Martin Brudermüller von der BASF, ja. Ja, bei uns in Rheinland-Pfalz. Der sitzt ja bei euch, da war ich letztes Jahr ehrlicherweise. Die sagen eines ganz interessant, die sagen, sie könnten sich sogar vorstellen, dass die komplette BASF mit regenerativer Energie versorgt werden könnte. Ja, weil sie sozusagen selbst Windkraft, Eigenstrom, ja. Windkraft bräuchten sie aber von Ost- oder Nordsee, da wo der Windkraft bläst. Ja. Genau, da wollten sie doch, die wollten doch auch selbst sogar einen eigenen Windpark bauen, ne? Ich das richtig meine, das haben sie mir erzählt letztes Jahr, ja. Mhm. So, siehst du, ich hab's ja gesagt, ne, du bist jetzt fertig, hast mich getriezt, hier sozusagen deine Tomaten machen zu müssen, damit du am Ende als. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. So. Butter oder mit. Wir machen das normalerweise. Mit Butter. Ja. Das ist ein bisschen so ein reiner Jahre werden. Wir trinken ja den Wein aus diesen Schoppen. Ja. Und wir essen ja nur solche Dinge, die da furchtbar fett sind. Und dann sagt jeder immer, wie geht denn das eigentlich? Aber das liegt einfach daran, Tillmann, wir brauchen das, weil wir so große Gehirne haben, damit es da auch richtig alles... Ah, okay, damit es richtig, rund geht, ja? Verstehe. So, du bist eigentlich gut sein. Wenn es jetzt mit Presse nichts ist, dann liegt es an dir. Ja, ja, das war klar. Das habe ich schon öfter gehört. Das lag jetzt bestimmt am Baldauschen Rezept. Aber 100%. Ne? Nehmen wir hier runter. Oh, hier ist aber schon was los. Also riechen tut schon mal gut. Ja, wird aber auch schon ganz gut heiß, das Teil hier, du Pandler, die Waldfee. Das wird aber richtig Schwung, das Teil. Ja, und dann haben wir ja, vor kurzem hatten wir ja mal ein Insta-Live zusammen, war auch sehr nett. Ja, in der Tat. Da habe ich ja noch so ein Trikot von Hannover 96 gezeigt. Habe ich dir doch, ja, und ich habe dir doch meins an der Wand gezeigt, ne? Ich habe dir doch meins an der Wand gezeigt, ne? Da haben wir ja mal ausgemacht, dass wir da mal zusammen irgendwann... Aber du hast ja versprochen, dass der FCK dann auch wieder dabei ist. Das war irgendwie, könnte jetzt schwierig werden, oder? Jetzt wart doch mal ab. Die Hoffnung stirbt bekanntlicherweise zuletzt, ne? Ja, okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, wie weit bist du? Ja, ich weiß, ich habe gerade festgestellt, dass es ganz schön heiß wird. Von daher kann es schnell gehen. Oder wir nehmen einfach mal ein bisschen Tempo runter hier. So. Weil. Jetzt mit viel Liebe werden wir jetzt hier die Kartoffeln braten. Damit die auch schön goldig von allen Seiten sind. Irgendwann musst du auch mal schwenken, gell? Weißt du schon. Das ist, werde ich auch noch hinkriegen. Nein, das ist mir schon klar, Mensch. Da kommt auch nicht Sahne auf die andere Seite oder so. Sahne? Eis. Nein. Sahne, wieso denn Sahne? Wie kommst du noch Sahne? Guck mal, das muss einfach nur schön sein, damit die schön sozusagen liegen können und danach einmal rüber geschwenkt werden. So, weißt du? Tja, wenn es hier geht gleich los. Geht gleich los. Christian, was ist denn eigentlich so, was ist sozusagen, was habt ihr für einen Wahlkampf schon? Habt ihr schon irgendwie coole Aktionen geplant, die wir unterstützen können? Ja gut, ich fange jetzt an am 20.07. mit einer Sommertour, die heißt Auf Empfang, Okay. Mein eigenes Studio, so wie ihr hier, und fahre da durch Rheinland-Pfalz. Ja, und da mobiles Studio. Genau, und da kannst du davon ausgehen, dass ich dich ab und zu auch mal anrufen werde. Ja. Und mal gucken werde, wo du bist. Und das wird dann nicht nur ein Anruf sein, sondern natürlich auch per Video. Okay. So, und ich versuche halt viel in die Fläche zu kommen, mit den Menschen nah zusammenzukommen. Ja. Weil das ist das Entscheidende. Du machst ja Politik nicht für dich, du machst ja für die Leute. Ja.
Und wir werden sehr stark regionalisieren. Wir haben 14 Regionen definiert in Rheinland-Pfalz, die ganz unterschiedlich sind. Ja. Das ist ja bei dir nicht anders in deinem Bundesland. Niedersachsen ist es sehr... das Gleiche. Ist so. Und deshalb musst du auch 14 Wahlprogramme machen. So werden wir es tun. Okay. Weil ich hatte immer den Eindruck in der Vergangenheit, vielleicht täusche ich mich, aber die Wahlprogramme, die wir so gemacht haben, die haben wir immer in den Ständen unten reingelegt. Ja. Und dann kam irgendwann ein 12er Sozialkunde-Leistungskurs, der hat sie abgeholt. Naja, wenn da überhaupt einer abgeholt hat, oder sie wurden am Ende einfach weggeschmissen. Ja. So. Ja. Ja, das müssen wir ein bisschen anders machen. Ja. Wie sieht's aus? Du, pass auf, wir müssen jetzt hier einfach nochmal dem Bratkartoffeln ein bisschen sozusagen ein bisschen Zeit geben. Du hast mich so abgelenkt. Weißt du, ich bin keine Frau, ich kann keine zwei Sachen gleichzeitig. Ich merk's gerade. Schmeiß hier mal ganz drauf. Ganz? Ja, sicher. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ja, je mehr da drauf ist, umso besser schmeckt es doch. So, komm her, wir geben ihm jetzt nochmal Tempo. Hast du überhaupt Temperatur drauf? Ah, ja, schon. Das ist eben. Ich musste hier feststellen. Ich sag's dir, du, dafür bist du da. Vorher fertig gemacht bekommen. Stell mir mal gerade vor, wie das... Ich wusste, dass es so kommt, deswegen... Ich glaube, wenn ich noch was sag, guckst du mir nie mehr. Nee, glaube das auch. Das ist sehr wahrscheinlich. Genau, sehe ich immer nur, Christian wartet wieder einsam vor dem Bundesvorstand. Ja, siehst du, jetzt brutzelt. Hörst du ja, was? Ja, ich höre das ja auch schon. Ah, ja. So, haben wir denn hier auch noch ein bisschen Paprika oder sowas, was man hier noch schön rauf kann? Die noch ein bisschen Schwung kriegen. Die. Als ich noch in die Schule ging, also so auch im letzten Jahrtausend, da gab es in der Schule noch das Fach Häkeln und Nähen und Kochen. Ja. Ja, so war das mal. So war das mal. Ja. So, der hier geht schon nicht mehr an. Bin ich auch schon fertig. Ist richtig. So, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt habe ich ihn. Guck mal. Warte, lass ihn erstmal auf der einen Seite. Gut, Entschuldigung. Ja, nicht, dass du mir jetzt hier meinen Gott, großer Meister. Tilman Schubeck kocht. Alles eine Frage der Zeit. Aber du bist ja auch begeisterter Radfahrer, habe ich gesehen. Ja. Ja? Ja, ja. So richtig Rennrad? Oder? Ja, klar, habe ich jetzt auch mit im Urlaub. Ja? Und dann geht es richtig rund. Ja, ob das richtig rund geht, ist vielleicht, sagen wir mal so, mein Bauch ist ein bisschen rund geworden. Dann muss ich was tun. Das heißt, du musst jetzt was tun im Urlaub, ja? Ja, je älter du wirst, umso mehr verlagert sich das alles. Warte mal ab, wenn es bei dir so weit ist. Das ist ja gut, wenn es sich noch ein bisschen verlagert. Nein, das mache ich gerne, das ist ja Ausdauer, ja? Und das ist auch gut so. Du brauchst es, geht dir aber genauso. Du brauchst ja auch mal irgendwann mal was, wo du einfach mal mit deinem Kopf woanders unterwegs bist. Ja. Ja. Wenn du nicht immer ein bisschen denkst, das ist ja unser Problem. Wir rennen viel zu viel rum. Ja. Und brauchen dauernd irgendeine Insta-Story oder Facebook oder was auch immer, weil wir so toll finden. Und dann vergessen wir völlig, dass wir uns mal hinsetzen, mal nachdenken. Wäre ja eigentlich auch mal ganz sinnvoll. Nehmen, ja. Absolut. Gerade jetzt nach Corona müssen wir was anderes. Oh, guck mal hier. Guck mal. Hier. Guck mal, muss bitte ich einmal von erklären, oben wie zeigen, bitte, wie knusprig die werden. Weißt du, der wollte schon wieder viel früher wenden. Sag mal, warum dreht der sich da hinten jetzt um und läuft weg? Will der nichts essen nachher? Achso, Christoph, der hat das eben schon... Er ist bestimmt ganz hungrig, weil er hat seinen Workshop da oben bestimmt hervorragend gemeistert. Ja, das glaube ich auch. Ja? Aber der muss sich noch vorbereiten auf die Fragen, die jetzt gleich bekommen. Warum er keine Ergebnisse geliefert hat, weiß ich gar nicht so genau. Ja, ihr macht ja jetzt hier auch noch einen Antrag fertig. Ja, genau. Den schickst du mir bitte mal. Genau, wir machen jetzt gleich Ergebnispräsentation. Wir machen es ja bei uns in Rheinland-Pfalz auch so, wir arbeiten ja ganz eng mit der Jungen Union zusammen. Unser Landesvorsitzender, Jens Münster, kennst du ja auch. Ja. Der ist ja bei mir auch in der Fraktion mit an Bord für die Bildungspolitik. Ja. Wo kann man es besser ansiedeln als bei der Jungen Union? Das stimmt wohl. Das ist so, ihr seid noch am nächsten dran. Du setzt ja auch die richtigen Faktoren. Weißt du, es ist ja immer interessant. Bei Bildungspolitik können alle Alter mitreden, weil sie alle meinen, sie seien mal in der Schule gewesen. Es war halt nur immer eine unterschiedliche Zeit. Ja. Das ist sozusagen wie bei den 81 Millionen Bundestrainern, oder? Das wohl war, ja. Ja. Ja, wobei es nur zwei gibt, die gut sind. Das sind wir zwei. Bundestrainer? Ja, ich habe gerade vorher gehört, Hecking ist entlassen worden. Echt? Oder was heißt das? Aufgehört im HSV. Könntest du auch noch machen. Oh, mit der Tochter von Dieter Hecking nichts sonst zur Schule gegangen. Echt? Ja. Dann rufen an. Soll ich mal sagen, wie du hinkommst? Dieter, was hat dich... Was denkst du, wie berühmt du wirst, wenn du mit dieser Truppe nächstes Jahr aufsteigst? Genau. Ja, es kann doch gar nicht so schwer gewesen sein. Nein. Ja, was sagst du, Relegation? Macht's Werder oder macht's Heidenheim? Ja gut, die Kaiserslautern sind schon seit Jahrzehnten mit Werder Bremen verbrüdert. Das wissen nur viele gar nicht mehr. Okay, wir sind es mit 60 München und mit Werder Bremen. Ja. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass Werder drin bleibt. Das hat jetzt, Heidenheim ist ja, Entschuldigung. Ja. Ist ja bei euch um die Ecke, oder? Ja, sicher. Und ich finde, bei denen ist eines gut, der Vorstand sagt,
Bei uns verdient keiner mehr als 1 Million. Das sehen wir überhaupt nicht ein. Wir spielen Fußball oder wir lassen es. Ja. Und das finde ich eine gute Einstellung. Das ist schon sehr sympathisch. Ja, das ist schon wahr. Nichtsdestotrotz gehört Werder in die erste Liga. Ja, guten Tag. Da kommen die ganzen Aspiranten, die bei uns essen sollen. Ah ja, siehst du, das sind die Workshop-Leiter. Also für euch hier sozusagen die hungrigen Mäuler dort hinten. Bleibt mal alle stehen, nicht weglaufen. Tilman hat die Kartoffeln gemacht. Guck mal. Ihr seht beide sehr kompetent aus. Ja, wenn wir wenigstens schon mal so kompetent aussehen, genau, dann ist haben ja wir schon mal gut. Viel, schon mal aber viel wir sehen nicht heute. Nur so aus, wir sind so. Das ist ja der Vorteil bei uns. Sehr schön, sehr schön. Ja, genau, also wir sind jetzt sozusagen so weit, wir könnten jetzt auftischen. Wer möchte denn, wer kriegt denn hier was? Wem? Ja, hier, ganze Truppe. Ganze Truppe. Ja gut, ich mach gleich noch eine zweite Rutsche Kartoffeln. Ja, ja. Dann nimmst du hier mal eine von den Dingern. So. Hast du es mal, also ich muss erst mal abschmecken, ne? Du, weißt du, guck hast mal, abgeschmeckt? Nicht die ganze Zeit hier voll, ja, voll aber sozusagen hier. Die ganze Zeit und jetzt mir einen erzählen. Mal gucken hier. Ja, ich habe schon ein bisschen was reingemacht. Ja, wahrscheinlich hast du irgendwas reingemacht. Aber, was brauchst du, einen Löffel? Hier ist ein Löffel. Hab ich. Ja. Ja, bist du zufrieden mit dir? Ja. Okay. Hab's schon schlechter gehabt. Hast schon schlechter gehabt? Ja, dann ist ja viel wert. So. Hast du Chili gefunden? Ich hab's leider nicht gefunden. Das haben sie extra versteckt. Wir wollten echt dem Simon was Gutes tun, aber irgendwie hat's leider nicht geklappt. So. Also mach ein bisschen Pfeffer mehr drauf. Ja. Mach ich. Mach mal die Büchse auf und schmeißen's direkt drauf. Genau. So, jetzt weiß ganz Deutschland in Zukunft, dass wir in der Pfalz Wurstsalat essen. Ja. Der ist aber nicht traditionell, nur da hätte ich jetzt Leberknödel machen müssen oder so. Okay. Aber bei dem Wetter, ganz im Ernst, ist mittags um 1:30. Das ist wie warmes Weizenbier um die Uhrzeit. Das ist nicht so das, was du brauchst. Na gut, okay, ist in Ordnung. Wir verzeihen es dir. Oh, ich danke dir ganz herzlich. So. Ja. Mal probieren. Oh, Tilman, hast du super gemacht. Ja? Oh. Bist du zufrieden? Was ist denn gekommen? So, hier machen wir ein paar Bratkartoffeln hier noch drauf. Ja, die kriegst du. Müssen ja ein bisschen kleiner die Portion machen, sonst reicht es ja nicht. Ja. Also ein bisschen Abstand, gell? Ja, ein bisschen aufpassen. Hier. Oh. So. Wer die gegessen hat, braucht aber 2 Schnäpse danach. Das kann ich dir sagen. Ja, guck mal, wie die aussehen. 1A sehen die aus. Ja, 1A. Ist das alles? Das ist erstmal alles. Also okay. Wer möchte? Für die Moderatoren. Das heißt, wir müssen 4 Portionen machen, richtig? Okay. Los, komm her. Komm, Christian, jetzt mal hier. Yeah, we're running out of time. Alles schon fertig. Den Rest versorgen wir später. Teamwork hier. Ich hoffe nur, dass meine Frau das nicht sieht, sonst muss ich das nächste Mal auch noch machen. Dann sagt sie, ja, Christian, jetzt musst du aber mal öfter ran. So. Du brauchst noch Besteck. Steck fürs Team. So. Die große Pfanne funktioniert ehrlicherweise ein bisschen besser als die kleine. So, jetzt kriegen die beiden was und wir beide im Team, ja? Und dann essen wir mit den beiden. Ich hab mal vor 2 Jahren, ich singe so eine Männerchor. Hier, genau. Da singen wir nur so AC/DC, Queen und so Zeug, You Never Walk Alone. Im Männerchor, ja, AC/DC. Und wir machen sogar eine Halle voll. Bei uns in Frankenthal passen 1200 Leute rein. Voll rüber. Okay. Ja, und da haben wir auch immer einmal im Jahr, im Januar, einen Hacksoßen-Contest. Ein Hacksoßen-Contest? Da kochen wir gegeneinander Hacksoßen. Okay. Da aber wird jedes aber Jahr ein Sankt-Bruder rausgesucht und dann stehen da 2 Töpfe. Da haben wir einen Italiener bei uns im Chor, der macht die Nudeln al dente. Ja. Ja. So, und dann wird probiert. Dann weißt du aber nicht, von wem was ist. Und dann gibt es Noten. Mhm. Und der hinterher gewinnt,
Der darf dann das Solo singen bei Queen von Bohemian Rhapsody. Das singt man nämlich auch. Na, siehst du. Da siehst du mal. Kennt ihr gar nicht mehr, oder? Doch, doch, wir haben das schon mal gehört. Ja? Ja, okay, ist ja auch Christian, wir müssen fertig machen. Wir gehen jetzt rüber zum Essen, richtig? Dann, also du hast noch einen, dann nehme ich den anderen auf den Weg mit. Und dann gehen wir mal rüber zum Team zum Essen. Was machen wir? Sehr gut. Die müssen jetzt alle zugucken. Ja, die müssen jetzt alle zugucken. Tillmann, das sieht sehr, sehr gut aus, Herr Baldorf. Sie haben super gekocht. Ich würde auch alles probieren, bis auf die Tomaten. Denn ich mag keine Tomaten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mag ich auch keine roten. Von dem her verzichte ich mal auf die roten Tomaten. Tillmann, du darfst gerne zu mir kommen. Danke, danke. Ja. Es sieht super gut aus, das stimmt. Ich werde jetzt erstmal hier diese Handschuhe ausziehen, du. Das ist ja. Gut, dass wir hier so eine Tasche haben. Tatsächlich. Ja, ich würde sagen, ich habe die mal von Tillmann. Oh, nee. Oh, Christian. So, jetzt sind wir ja mal gespannt, ne? Warte mal, ich schaue mir erstmal die Gesichter an, was die jetzt macht. Ja, ja, gut. Bitte. Simon? Simon? Ja, doch, schmeckt sehr gut. Ja, aber. Tatsächlich gar nicht. Also, ich bin wunschlos glücklich, es ist auch nicht so scharf oder sowas. Es ist wunderbar, die Bratkartoffeln habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber wenn die so schmecken wie der Wurstsalat, dann wird es, glaube ich, gut. Ich muss auch sagen, man kann es auf jeden Fall essen. Man kann es essen. Also, das ist das größte Kompliment, die Caro kommt aus dem Norden. Kann, der gar nicht kochen kann. Die Caro kommt aus dem Norden und das nicht geschimpft ist halb gelobt. Genau, daher, ja. Wir sind ein bisschen sparsam mit Komplimenten, aber es schmeckt tatsächlich gut. Und damit ihr jetzt so ein bisschen Zeit habt zum Essen, würde ich sagen, schalten wir direkt einmal weiter.